Ich freue mich auf meine heutige Aufgabe. Wer ist dein Cousin? Wer ist dein Cousin? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ist mir egal. Wie schön. Ein Mann, ein Wort. Du, ja? Ja, muss ich auch. Und der Frau hat einen Namen angegeben. Jetzt ein Köpfchen morgen. Das ist ein heiligen Köpfchen morgen. Das ist gut, ja. Gut, jetzt machen wir ein Sandwich. Auf amerikanische Art. Achso, ja, er sieht. Ein wahrer Fachmann. Ein wahrer Fachmann. Nach dem Essen ein Zigarettchen. Dann begebe ich mich wieder auf die Piste, um meiner Aufgabe, meiner höchst ehrenvollen Aufgabe als Stationskommentator hier unterwegs zu sein. Ich freue mich auf meine heutige Aufgabe. Ich hoffe, wir nehmen heute wieder neue Eindrücke mit, meine Damen und Herren. Bingöl, dein Cousin ruft dich. Wer ist dein Cousin? Wer ist dein Cousin? Unter dir. Ja, das soll der Junge passen, als wenn man. Danke. Nicht dafür. So, aber das gibt wieder so schön. Ja, und wer der Junge mit dem Mädchen? Morgen. Düşün. Was machen? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ist mir egal. Düşün. Ein Mann, ein Wort. Ein Schlampe, zwei Loch. Drei Loch. Drei Loch. Drei Loch. Du, ja? Ja, muss ich auch. Lass doch rausnehmen. Das geht gar nicht an, das ist. OP wird operiert, aber du bist wahrscheinlich mit der Arm noch mal gebrochen. Ich hab doch die BMW gebrochen und Arm gebrochen. Mein Motorrad ist verjagt. Und dann bin ich gleich danach kurz danach wieder arbeiten gegangen, draußen. Das hat dann ich mir jetzt einen Kopf gemacht. Die ganzen Platten alle gebrochen. Dafür kann ich auch keinen Sport machen, weil ich habe ja also angefangen wieder mit Sport. Ganz schnell, sobald du Clips hier man kannst du dir keinen jetzt da nicht mal mehr eine Kaffeetasse geben. Wenn ich mir das jetzt machen lasse, dann kann ich wieder schön anfangen. Dann ist 6 bis 8 Wochen kann ich wieder schön anfangen mit Training. Ja. Und dich. Aprikose ergattert. Echt, was die, ey. Das erste Mal, wo ich Aprikose. Viele von euch haben danach gefragt, wie man im Knast trainiert. Natürlich gibt es zum einen die Möglichkeit, an Sportgruppen teilzunehmen. Wir haben hier auf meiner Ebene zum Beispiel einen Sportraum, den habe ich euch schon mal gezeigt. Ich bin mehr der Typ fürs Hometraining, passt auch zum Lockdown bzw. zur Corona-Lage. Und von daher habe ich mir hier so Dinger vorbereitet. Das sind abgesägte Pfannenwender, die man beim Einkauf hier kaufen kann. Die habe ich einfach nur zurechtgeschnitten, damit ich eine breite Fläche habe. Warum das Sinn macht, werde ich euch später zeigen. Die habe ich mit Klebeband fixiert an handelsüblichen Magnesium-Tablettenpackungen. Das Problem ist, dass man hier etwas Anti-Rutsch-mäßiges braucht. Warum, werdet ihr später im Verlauf noch sehen. Das ist so ein Gummi, was mir dabei helfen wird, dass ich, wie gesagt, nicht abrutsche von der Kante. Die werde ich jetzt noch präparieren, damit die Sicherheit da ein bisschen gegeben ist und ich mir nicht irgendwie die Fingerbreche oder sonstige Knochen. Und so sieht das Ganze dann aus. Die Dinger werden hier quasi nur, hier ist so eine Kante. Ja, man könnte sich auch hier mit den Fingern ranziehen, aber wie gesagt, dann brichst du dir was. So, und dann machst du es mit der, ich hoffe man erkennt das, mit der flachen Kante. Also das heißt, da wo der Pfannenwender quasi ist, ja, stellt man das hier hin. Dann hat man auf jeden Fall einen stabilen Griff. Und dann kann man hier ganz bequem eigentlich Klimmzüge machen. Ich habe monatelang mir den Kopf zerbrochen, wie ich das machen kann. Ich habe mehrere Exemplare, Prototypen angefertigt. Und das ist auf jeden Fall jetzt die finale Version. Wie gesagt, nach monatelang tüfteln und ausprobieren und kreativ sein, ist das auf jeden Fall bisher die beste Lösung, die ich gefunden habe bis jetzt. Das Gute ist, dass man hier quasi zwischen dem, das ist ja hier Glas, zwischen dem Glas quasi und diesem Ding ist genau Platz für die Finger, das heißt, du hast perfekten Griff einfach. Bis jetzt, jeder, der das gesehen hat, der auch trainiert in seiner Zelle, hat gesagt, das ist bis jetzt die beste Variante. Und von daher, ja, so sieht es dann aus. Siehst du?
Geht schon, ich mach die ganze Zeit damit. Hat sich wegschließen lassen. Warum? Hat Namen angegeben? 100 Millionen. Wer? Was mit dem? Er hat sich wegschließen lassen. Ich hab gestern gesagt, geht nicht so, mach keine Bedrohung. Frag nochmal, entweder teilt er, aber so könnt ihr nichts erreichen. Ja. Wenn ihr ein bisschen mit dem Netz seid, er geht drauf und gibt sein eigenes Geld, jetzt zahlt er eure Kupi oder 100. Dann macht er was drauf. Aber jetzt hat er nicht, oder wer hingeht. Weißt du, was ich meine? Du hast nicht da irgendwo hier Steine und Arsch bieten lassen, geht doch nicht, er hat nichts. Wenn er auf seinen Arsch bieten lässt, kriegt er kein Geld. Ja. Was für ein Scheiß? Er geht doch bald nach Hause, er hat noch ein paar Tage oder so. Richtig, aber warum diese Problematik? Er geht nach Hause, wenn ihn auch sagt, ich bring dich um. Weißt du, was ich meine? Ich meine, du hast genug Leute gesehen, Tommy. Tegel, hier, da und jene. Ja. Jetzt ein Köpfchen morgen. Ich brauch dir ein klares Bild wieder. Ja, ganz easy. Ja. Das ist ein Heideringköpfchen, mein Lieb. Irgendwann werdet ihr mich in YouTube sehen und hören. Ja. Ich danke an meinen Kollegen hier, das wird auch für mich klarstellig hier. Hier, komm mal ein bisschen von nah. Sieht man das schön? Hm? Das ist ein helle Polle. Helle Ding. Wie findest du das Ding? Ist gut oder nicht gut? Ja, ist gut, ja. Die Leute sagen es mehr mit Speis, mit Beis. Nein, oder? Nein, ich gehe alle auch nicht. Fall. Also kann man gut essen. Gar keinen Fall. Ja, also. Also für mich reicht das vollkommen. Gut, jetzt machen wir Sandwich. Auf amerikanische Art. Sandwich, nehmen wir lieber den trockenen Tabak. Zack. Jawollo. Du bist ein richtiger Gourmet, man merkt. Jawollo. Du bist ein richtiger Gourmet. Also, wir kriegen Gesellschaft gerade. Ich zeige, wie man hier Endstrafe machen kann. Also, Jungs. Einfach vernünftig, es ist flach, dick rauchen. Kann ich mal kurz bei dir? Machen wir Licht an hier, machen wir Licht an hier. Na klar. Die YouTube-Gemeinde, da wird ja was sehen hier. Also, das ist exakt 1,5 Liter, nein, das ist 1,5 Liter. Ja, 1,5 Liter Flasche, ja. Das ist ganz wichtig, 1,5 Liter. Ganz wichtig. Mit 1 Liter knallt nicht, ne? Nee, muss auch Coca-Cola-Flasche sein. Muss Coca-Cola sein, ja, das gehört. Ja, nicht die Billigflaschen. Nicht die billige. Genau. Da kommt nur noch Blick weg. Und diese Folie, muss die ab oder kann dranbleiben? Die normalerweise kann drin ist. Auch dranbleiben, kann auch abgemacht dranbleiben, werden, ja. Also auf jeden Fall. Okay. Gut. Sehr sensibel, ne? Jetzt wird das ganz sensibel. Jetzt wird das Ding gezündet. Jawohl. Zacki, zacki. Da ist die Flammi. Höchst spannender Moment jetzt, höchst spannend. Jawohl, ihr seht das Wasser aus der Flasche rausfließt. Genau. Ja. Das ist die Technik, die jahrelang hier in der Rauch hat eine schöne Konsistenz, wie man sieht. Ja. Genau, da kommt immer noch was runter. Ja. Ah, Verschwendung, der Kopf ist doch rot. Ach so, ja, er zieht. Ein wahrer Fachmann. Ein wahrer Fachmann. Junge, er hat da weggezogen, das Ding. Da ist noch was drin. Ach Junge, was ist das? Mit zweimal und zum zweiten Mal setzt er an und zieht das Ding leer. Jawohl, so wollen wir ihn sehen am Sonntagmorgen. Jawohl. Herzlich willkommen, das war Heidering. Bis zum nächsten Mal.